In Zeiten der Inflation und der steigenden Preise braucht es auch mehr Gehalt, so die Forderung der Gewerkschaft Verdi für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Bereits seit einiger Zeit wird deshalb gestreikt. Doch die Angebote aus den ersten beiden Verhandlungsrunden reichen aus Sicht der Gewerkschaft nicht aus. Deshalb finden weitere Warnstreiks statt, so auch heute auf dem Reutlinger Marktplatz. Viel Lärm in der Reutlinger Altstadt. Denn beim Streik auf dem Marktplatz machten Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst mit Klatschpappen und Pfeifen auf sich aufmerksam. Der Grund? Auch in der zweiten Verhandlungsrunde mit der Arbeitgeberseite für mehr Gehalt sei kein ausreichendes Angebot gemacht worden. Wir haben zwei Verhandlungsrunden hinter uns. Die Arbeitgeber haben uns im Kern angeboten eine Tabellenerhöhung um 5%, aber in 27 Monate. Und ein bisschen was mit Einmalzahlungen zu machen. Aber genau das ist das Kernproblem. Unsere Kolleginnen und Kollegen brauchen jetzt eine tabellenwirksame langfristige Erhöhung und keine Einmalzahlungen. Diese würden wenig bringen, da die Inflation nicht zurückgehen werde und die Preise nicht fallen würden. Konkret fordert die Gewerkschaft 10,5% mehr Gehalt, mindestens aber eine Erhöhung um 500 Euro. Die Forderung gilt für mehrere Bereiche des öffentlichen Dienstes. Wir haben heute in Reutlingen alle Bereiche des öffentlichen Dienstes aufgerufen, das heißt vom Landratsamt, Stadtverwaltung, Technischer Betriebshof, Kreissparkasse, Klinikum, aber auch das Jobcenter und ein paar angrenzende Umlandsgemeinden. Trotz mehrerer Berufsgruppen zeigte sich die Gewerkschaftsseite überrascht, wie hoch die Beteiligung war. Letztlich war die Zahl der Streikenden doppelt so hoch gewesen wie erwartet. Wir haben heute ungefähr mit 400 gerechnet. Wir machen das ja sehr kleinteilig, also sehr dezentral organisiert und sind heute über 800 Kolleginnen und Kollegen hier in Reutlingen gewesen. Ein deutliches Zeichen, das ist das gleiche Zeichen, dass wir in den anderen Streiks die letzten Tage hatten, dass fast überall doppelt so viele Kolleginnen und Kollegen kommen, wie wir erwarten würden. Man glaubt deshalb, dass die Forderung auch durchsetzbar sei. In den kommenden Tagen werden wir hoffen wir, dass bei den Arbeitgebern die Signale ankommen. Wenn die Signale nicht ankommen, dann werden wir zu Streiks aufrufen, um nochmal deutliche Signale zu setzen, damit wir in der dritten Verhandlungsrunde auch ein Angebot bekommen, das verhandlungsfähig ist und vielleicht auch abschlussfähig ist. Für den Fall, dass man sich aber auch weiterhin nicht einig werden sollte, schloss die Gewerkschaft auch einen unbefristeten Streik nicht aus. Dies sei jedoch nicht der Wunsch. Man wolle die Mitarbeiter, die nicht streiken, und auch die Bevölkerung nicht im Stich lassen. Daher fand im Anschluss an den Streik noch eine Diskussionsrunde statt, bei der das weitere Vorgehen geplant und die Organisation des Streiks besprochen wurde.